Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Hansen. Ich zeige Ihnen heute, wie Sie für die ertragsabhängige Förderung einen Nachweis erstellen können. Die ertragsabhängige Förderung ist Teil des BEG-EM, also der Bundesförderung für effiziente Gebäude-Einzelmaßnahmen. Und für die Beantragung dieser Förderung müssen Sie eine Simulation nach den Vorgaben des GEG, also des Gebäudeenergiegesetzes, nachweisen. Und mit TESOL können Sie diesen Nachweis erbringen. So, hier haben wir also die Software. Ich habe hier schon mal eine Anlage ausgewählt. Diese Anlage hat hier ein Kollektorfeld, einen Pufferspeicher, einen Pelletkessel und Verbraucher wie Heizung und Trinkwarmwasser. Wir müssen jetzt hier grundsätzlich zwei Vorgehensweisen unterscheiden. Sie können hier eine Simulation nach eigenen Vorgaben durchführen. Sie können also Bedarfe für Heizung definieren und auch Bedarfe für das Trinkwasser definieren und simulieren. Auf der anderen Seite können Sie einen Nachweis für die ertragsabhängige Förderung erstellen. Dies geschieht unter den vorgegebenen Randbedingungen, wie sie das GEG vorgibt. Dafür müssen wir den GEG-Dialog starten. Das machen wir hier unter Berechnungen, GEG. Auf der ersten Seite stehen erstmal ein paar allgemeine Informationen. Die will ich jetzt hier nicht weiter vorlesen. Wir können das Programm weiter bedienen oder den Dialog entweder über die Buttons hier auf der linken Seite oder mit dem Weiter-Button ganz unten. Auf dieser Seite können wir die Randbedingungen festlegen. Nach dem GEG müssen wir mit dem Referenzstandort Potsdam rechnen. Der ist hier schon voreingestellt. Wie auch bei den Nutzungsrandbedingungen GEG voreingestellt ist. Das sehen wir hier drunter. Wir können hier aber grundsätzlich zwischen drei Randbedingungen wählen. Zwischen dem aktuellen, dem GEG, der 18599, das ist die veraltete, auf die sich die NF bezogen hat, und die DIN 4108 bzw. 4701, nach der kann noch bis Ende 2023 gerechnet werden. Wir sehen hier, dass sich die Randbedingungen hier dann teilweise unterscheiden zwischen den verschiedenen Normen. Unter Gebäudetyp können wir noch die Nettogrundfläche festlegen. Wir können sie hier auch aus der Solaranlage holen, wenn wir sie dort eingegeben haben. Und wir können hier die Heizgrenztemperatur festlegen. Je kleiner die ist, desto besser und desto weniger Heiztage haben wir. Das ist vom Dämmstandard des Gebäudes abhängig. So, weil wir hier DIN 18599 gewählt haben, ist der Reiter 18599 aktiv. Den können wir mal anwählen. Hier werden jetzt die Bedarfe festgelegt. Die Bedarfe kommen in der Regel von einer Gebäudeplanungssoftware und können hier eingetragen werden. Die Felder sind editierbar, das heißt, hier werden dann die Bedarfe eingetragen und hier vorne aufsummiert. Hier können Bedarfe für die Heizung und für trinkwarmes Wasser definiert werden und Verluste wie Übergabeverluste, Verteilverluste und Speicherverluste. Ich hole mir jetzt die Heizwärme aus unserer bestehenden Solaranlage. So, und wenn wir weitermachen, dann sehen wir, dass simuliert wird. Und zwar einmal wird unsere Solaranlage simuliert und einmal ein Referenzsystem ohne Solaranlage. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Jetzt haben wir erstmal hier die Pumpenleistung, die wir hier noch festlegen können. Und hier sehen wir jetzt den Solarertrag. Der Solarertrag ist die Differenz der fossilen Endenergien zwischen der Solaranlage und dem Referenzsystem. So, das sehen wir hier, haben wir das Referenzsystem und die Solaranlage. Und die Differenz ist der Solarertrag. Hier haben wir das Ergebnis nochmal in einer Tabelle monatlich aufgelistet. Und die Deckungsanteile werden uns hier angezeigt.
So, dann mache ich auf Weiter. Dann können wir die Randbedingungen in die aktuelle Variante übernehmen, damit mit der wir mit den Randbedingungen, mit denen wir simuliert haben. Das mache ich mal. So, und bevor wir jetzt einen Projektbericht aufmachen, gucken wir nochmal in den Optionen, ob im Projektbericht BackEM-Nachweis nach GEG aktiviert ist. Das ist er. So, und dann können wir den Projektbericht erzeugen. Er will nochmal simulieren. Unsere Anlage, weil sich ja die Randbedingungen jetzt geändert haben, deswegen wird jetzt nochmal simuliert. Und danach wird uns dann der Projektbericht generiert und angezeigt. So, hier sehen wir unsere Anlage und dann werden da verschiedene Ergebnisse der Jahressimulation angezeigt. Das interessiert uns jetzt erstmal gar nicht so, sondern wir wollen zu diesem BackEM, zu dieser Berechnung nach dem Gebäudeenergiegesetz. Das ist unser Nachweis. Das ist das, was die BAFA interessiert. Hier haben wir die Randbedingungen notiert. Genau, für Warmwasser und Heizung. Die Bedarfe sind hier dokumentiert nach monatweise aufgelistet. Dann in der Solaranlage, welchen Kollektor wir hier genommen haben, ob der Solar KIMAK zertifiziert ist. Die Deckung werden uns hier angezeigt. Und darunter steht auch nochmal ein Satz, dass T soll für die ertragsabhängige Förderung in der BackEM verwendet werden kann. So, das war's dann auch schon. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.